Wenn man im Ausland mit dem Pkw unterwegs ist, egal ob mit einem gemieteten oder dem eigenen, sollte man die landestypischen Regeln genau kennen. Sonst kann es unter Umständen sehr teuer werden. So kann es in Spanien zum Beispiel 500 Euro und 6 Punkte kosten, wenn man aus Unachtsamkeit oder auch willentlich eine Zigarette aus dem Autofenster wirft. Das Nachrichtenportal Nachrichten.es hat dazu folgenden Artikel veröffentlicht. Mit dem Sommeranfang in Spanien wächst das Risiko von Bränden beträchtlich. Diese Entwicklung führt leider oft zu großen Naturkatastrophen, die tausende Hektar des iberischen Landes zerstören und viele Einwohner sowie Tiere heimatlos machen. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, mahnt die Generaldirektion für Verkehr die Verkehrsteilnehmer, sich der ernsten Konsequenzen bewusst zu sein, die das Wegwerfen eines Zigarettenstummels aus dem Autofenster in brandgefährdeten Gebieten haben kann, da Hitze und Trockenheit das Risiko eines Unfalls stark erhöhen. Das Wegwerfen einer brennenden Zigarette am Straßenrand kann aufgrund der trockenen Vegetation leicht einen Brand entfachen. Eine solche Handlung kann zu einem verheerenden Feuer führen, das das Leben und Eigentum der ländlichen Bevölkerung gefährdet, die Umwelt schädigt und Tausende Hektar Wald vernichtet. Aufgrund der gravierenden Folgen, die das Wegwerfen einer Zigarettenkippe auf die Straße haben kann, hat das von Pere Navarro geleitete Komitee strenge Strafen für diejenigen festgelegt, die bei dieser unglücklichen Handlung erwischt werden. Das Wegwerfen einer brennenden Zigarette während der Fahrt wird mit einer Geldbuße von 500 Euro und dem Verlust von sechs Punkten auf dem Führerschein geahndet, da es als eine äußerst gefährliche Handlung angesehen wird und man bemüht ist, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Man muss nicht jede Regel mögen und verstehen. Aber diese Regel verstehe ich absolut, wenn man überlegt, welchen Schaden eine weggeworfene Zigarette hervorrufen kann. Die Regel gilt natürlich nicht nur für PKWs, sondern auch für LKWs, Busse oder Camper. Egal mit welchem Fahrzeug man unterwegs ist, man sollte sich dranhalten.